25. August 2023. Wir sind auf dem Caravansalon Düsseldorf, hier am wunderbaren Stand von Hobby. Wir haben hier ein ganz neues Modell für euch, das 2024er Modell von Hobby Optima On Tour T65. Wir zeigen es euch jetzt von vorne. Wir sehen hier schon komplett reisefertig ab 71.020 Euro zuzüglich Überführung. Das lassen wir mal in Kleingedruckte. Wir zeigen euch das Fahrzeug jetzt erstmal von außen und dann geht's nach innen. Wir haben hier ein Citroën Chassis und bis zu 5 Jahre Garantie seht ihr hier mit der Camp-Garantie für Reisemobile und Wohnwagen von Hobby. Ja, hier geht der Flo schon zum Heck. Wir haben hier das typische Hobby-Heck. Ihr seht die Typbezeichnung Optima On Tour. Komm, lass uns mal hier rüber gehen, damit wir diese herrliche Seitenansicht genießen können. Optima On Tour von Hobby. Hier sehen wir etwas, das wir öffnen können. Und zwar sind da bestimmt die Gaskartuschen drin. Ja, also 2 Gaskartuschen finden hier Platz. Wunderbar. Also das große Stichwort autark. Guck mal, hier musst du eine Öse lösen, damit du diese Schublade herausfahren kannst. Wunderschön. Ja, und hier seht ihr Wasser und Strom natürlich. Da ist noch was, ich kann es Abwasser. Ach, schau mal. Für die, die sich nicht auskennen, da steht sogar drauf, das Abwasser. Und hier seht ihr die Fahrerkabine. Der Flo ist mutig und schwenkt, er steigt sogar ein. Sehr gut. Wunderbar. Ja, wir sehen Citroën. Wir haben 6 Gänge. Und schau mal, ein Multifunktionslenkrad. Das habe ich bisher noch nicht so oft gesehen in einem Wohnmobil. Ansonsten die üblichen Schaltflächen, die man so kennt. Fenster auf und zu. Es muss natürlich auch gehen. Wir haben da oben ein schönes Dach, damit man auch während der Fahrt luftig in den Himmel blicken kann. Oder besser nicht während der Fahrt, sondern erst, wenn man steht und entspannt. Ja, komm. Lass uns ins Innere gehen. Wir sind hier am Preview Day. Das heißt, es kommen nur ausgewählte Leute, wie zum Beispiel Presse oder Mitarbeiter von diversen Wohnmobilherstellern oder wirklich Leute, die ein ganz, ganz großes Kaufinteresse haben. Denn die Tickets sind beschränkt, die Ticketanzahl. Und das Ticket kostet auch ein bisschen mehr als das Standardticket für den Caravansalon Düsseldorf. Wir haben hier die Heckgarage, die sich so öffnen lässt, also nicht über die Seite, sondern ich klappe es nach oben und eine Gesamtzuladung von 538 Kilo. Wow, also da passt einiges rein. Und die ist richtig geräumig. Also wenn man Kleinkinder hat, dann könnte man die und die sich nicht benehmen, Urlaub, können wir die auch hier einsperren, oder? Ja. Locker. Oder Hunde. Oder Hunde. Und Katzen. Du siehst, wir kommen hier, wir sind quasi unter dem Bett. Und da sehe ich, da kann man rüber schauen zum Stauraum, den man wahrscheinlich vom Bett aus erreicht. Wow, also so viel Platz habe ich fast noch nie gesehen. 538 Kilo Gesamtzuladung, Wahnsinn, oder? Das ist krass. Und auch hier haben wir bei Hobby eine Dichtigkeitsgarantie. Das bedeutet nicht, dass man, ja, hier habt ihr den Grundriss. Wir haben hier ein Modell mit einem Hubbett. Und da seht ihr auch nochmal Citroën Jumper 2,2 Liter. Die Gesamtlänge, ja, knapp über 7 Meter. Und an Sonderausstattung, das seht ihr hier. Also wir haben hier eine Hobby-Komplett-Vollausstattung. Endpreis beträgt 73.811 Euro bei diesem Modell. Was haben wir noch so als Sonderausstattung? Genau, siehst du, das habe ich schon gesehen. Das Lenkrad mit Bedienelementen, das heißt das Multifunktionslenkrad. LED-Tagfahrlicht, LCD-Bedienpanel, Gasdruckregler von Truma
USB-Doppelladesteckdose und natürlich die Zulassungsdokumente. Die gehören zur Sonderausstattung, denn was würde man denn mit inkludierten Zulassungsmodellen machen? Aktuell sind gerade noch Gäste im Fahrzeug. Dann schauen wir uns mal diesen wunderbaren Mülleimer an. Ich dachte eher, das wäre Schuhablage. Dreckige Schuhe. Kann man da rein? Ein paar. Ein paar Dreckschuhe? Nee. Komm, dann lass uns noch mal hier reinschauen. Ich glaube, das ist ein Mülleimer. Sogar am Preview Day ist schon relativ viel los. Guck mal, da haben wir noch einen Mülleimer. Ja, also bei manchen Leuten ist das tatsächlich ein Mülleimer im Fahrzeug, aber wir möchten hier niemandem etwas unterstellen, besonders nicht mir. Ja, also die Sitze sind auch gut gepolstert. Ich gucke gerade, hier haben wir noch Assistenzsysteme. Der Florian haut jetzt schon ab. Er wird frei, dann geh du mal da rein und ich gehe hier durch die Fahrerkabine. Und hier treffen wir uns wieder. Genau, also hier haben wir eine Sitzgruppe noch zusätzlich an der Seite. Und da drüben, das heißt, hier passt eigentlich schon eine kleine Familie rein. Wenn man da noch die Sitze umdreht, da zwei Personen, da könnten locker bis zu 6 Personen. Und ein Hubbett ist überaus. Plus Hubbett, genau. Die Maße habe ich jetzt nicht parat, aber das kann man natürlich runterfahren. Das heißt, so eine vierköpfige Familie hat hier locker Platz, ne? Ja. Was würdest du sagen? Mindestens. Mindestens. Dann haben wir hier natürlich noch Staufächer. Und darunter, ich guck mal, ob man da drunter kann. Nee. Aber die Polster kann man natürlich alle entnehmen. Aber wir haben auf jeden Fall 4 Plätze während der Fahrt. Ja. Auch den Tisch kann man noch mal erweitern, indem man diese Platte hier rausschiebt. Staufach und Staufach. Und hier haben wir aber ein kleineres Bett. Und eine sehr geräumige Küche, so übers Eck. Ja, finde ich eigentlich ganz schön, weil es genau in der Mitte des Fahrzeugs ist. Man kann sich eigentlich ganz gut da drin bewegen. Man weiß ja, dass die Küche eigentlich oft, auch in der Wohnung, oft das Herz der Wohnung ist, in der sich eigentlich die besten Momente abspielen, oder? Ich glaube ja, beim Camping ist es nicht ganz so, weil man im besten Falle draußen eigentlich kocht. Ja, also Grillen, wie man auf Hochdeutsch sagt. Mir im Saarland sagen ja Schwenke. Ja, Schubladen für Besteck. Also mir gefällt die Aufteilung echt gut. Was ich aktuell auch in meiner Küche leider vermisse, sind Schubladen. Ne? Weil Schubladen, du ziehst es raus und egal, wo du was platzierst, du hast immer einen Überblick. Und in solchen Schränken wie hier, dann schiebst du die wichtigsten Sachen. Oh, hier ist nicht viel Platz, aber sagen wir mal, wir haben eine größere Fläche. Dann schiebst du viele Sachen nach hinten und vergisst dann. Und dann kaufst du noch mehr Salz und noch mehr Öl, obwohl du schon 5, 6 Flaschen dahin stehen hast. So, hier haben wir einen Schrank für hängende Kleidung plus die Leiter für das Hubbett. Und nicht zu vergessen der Kühlschrank. Also auch hier nochmal von beiden Seiten zu öffnen von Dometic mit kleinem Gefrierfach. Ach, kaltes Getränk wäre jetzt super. Und hier auch noch mal Staufläche. Dann haben wir ein Bett mit kleinem Eckchen. Also ein Paar, das gerne kuschelig schläft, hat hier auf jeden Fall Platz. Die Matratze ist ausgespart, damit man hier natürlich alles gut öffnen kann. Und hier noch das Badezimmer. Hier kann man die Dusche separieren. Genau, Flo hat das Stichwort separat gesagt, also nehme ich das direkt wieder auf. Wir haben hier nicht so ein All-in-Bad, sondern man kann die Dusche separat verschließen. Hier auch nochmal Schiebetür, um sich am stillen Örtchen seine Privatsphäre zu gönnen. Hier auch nochmal eine Toilette, Waschbecken, Stauraum. Hier auch nochmal zusätzliche Fläche.
Ah, hier macht man die Toilettenrolle, das Klopapier hin. Finde ich ein bisschen komischen Ort, muss ich sagen. Hätte ich woanders platziert, aber war wahrscheinlich nicht drin, ne? Ja, also ich denke, die Konstruktion eines Wohnmobils ist nicht die einfachste Sache der Welt, denn man muss ja wirklich jeden Millimeter und Zentimeter optimal nutzen. Und ich glaube, es ist nicht umsonst ein separater Beruf. Hier haben wir auch noch mal einen Vorhang, um den Schlafbereich abzutrennen, wenn man seine Ruhe haben möchte. Und auch hier über dem Schlafbereich viele Stauffächer. Die müssen wir jetzt nicht alle öffnen. Nee, also ich denke, die sind relativ identisch. Und wie wir vorhin in der Heckgarage schon gesehen haben, hier kann man, schaut, die Matratze bzw. das Lattenrost lässt sich anheben, sodass man hier auch noch massig Platz hat. Mhm. Und natürlich auch, man hat direkt Zugriff zur Heckgarage. Das heißt, man hat eigentlich immer alles parat. Mhm. Komm, wir gehen noch mal raus. Wir haben euch hier drin alles gezeigt. Wir sehen auch hier, wir haben hier auch wieder einen Teppich mit dabei. Bei dem Modell kann man sich optional mit dazu wählen. Also, wir haben hier den Optima On Tour T65 HFL mit Hubbett. Ein sehr schönes Fahrzeug. Wenn ihr euch dafür interessiert, ich denke, wenn das Video ausgestrahlt wird, ist die Messe leider schon vorbei. Aber schaut einfach mal auf der Webseite von Hobby vorbei. Oder ja, schaut noch mehr Videos von German Television. Denn wir drehen hier noch ein bisschen. Hobby hat einen riesigen Stand und wir sind noch ein paar Tage auf der Messe. Und denkt dran, German Television abonnieren.